Traditionell lädt Handball-Bundesligist Frischauf Göppingen Jahr für Jahr zur Saisoneröffnung auf Schloss Filseck ein. Gäste sind die Mitglieder des Frischauf-Freundeskreises und die Sponsoren des Vereins. Am Donnerstagabend wurden ihnen nicht nur die Ziele für die neue Saison bekannt gegeben, sondern auch die Neuzugänge. Bei den Frischauf-Männern ist das unter anderem Adrian Pfahl. Er wurde aber schon zum 1. Januar 2016 verpflichtet, stand bereits auf dem Feld und wurde jetzt auf Schloss Filseck offiziell vorgestellt. Es war schon immer mein Traum eigentlich, für Frischauf zu spielen. Ich hätte es auch gerne früher gemacht, aber irgendwie wurde da der Weg verbaut. Dann bin ich 9,5 Jahre etwas weiter weggegangen, habe da meine Erfahrung gesucht und gefunden. Aber nichtsdestotrotz war der Kontakt zu Frischauf eigentlich immer da und zu Gerd Hofele. Und habe eigentlich auch gesagt, dass ich früher oder später mal für Frischauf spielen möchte. Dass es jetzt geklappt hat, endlich, ist umso schöner und es freut mich natürlich. Komplett neu ist der Ex-Nationalspieler Jens Schöngard. Er wird in Zukunft im rechten Rückraum spielen. Für mich ist wichtig, dass wir erfolgreich sind, dass wir uns auf dem Platz gut harmonieren, uns gut verstehen, dass jeder den maximalen Beitrag leistet zum Erfolg. Ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft haben, eine gute Mischung auch. Wir arbeiten echt sehr intensiv schon die letzten 6 Wochen und ich glaube schon, dass wir auch ein Wörtchen mitreden können um die ersten Plätze. Bei den Frischauf Frauen gibt es sogar mehr Neuzugänge. Insgesamt 4 neue Spielerinnen gehen in der kommenden Saison für Frischauf aufs Feld. Also hergekommen bin ich im Jugendbereich, weil mein alter Verein sich aufgelöst hat. Und dann zu den Frauen bin ich ins Training halt immer mehr eingestiegen. Und da hat es mir auch, also es war mega nett, die waren alle voll nett im Aufnehmen und alles. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte und Interesse hätte, halt bei den Frauen mitzumachen. Und total gerne, das ist was Besonderes, in der ersten Bundesliga spielen zu dürfen. Deswegen habe ich mich dann gefreut und ja gesagt. Ich bin im Winter bereits gefragt worden von einem befreundeten Trainer von Alexander, ob ich nicht nächstes Jahr verändern möchte und mal nach Deutschland möchte, weil die halt wen suchen würden. Und so kam halt mal der Kontakt zustande. Maxim ist also Player of Göppingen. Maxim spielt auch für Göppingen und sie hat mich dann gefragt, ob ich nicht auch hierher kommen möchte. Und das fand ich sehr interessant. Dann habe ich mit Alex mal Kontakt aufgenommen und deshalb spiele ich jetzt für Göppingen. Ich war einfach in Ungarn nicht zufrieden und ich wusste, dass Göppingen sucht immer noch jemand für meine Position. Und ich habe mit Azo geredet und ich bin einfach angekommen. In diesem Jahr stehen Frischauf Göppingen insgesamt 5,2 Millionen Euro zur Verfügung. Von diesem Geld fließen 2/3 an das Personal. Der Rest finanziert Kosten, die bei Auswärts- und Heimspielen entstehen. Der Traditionsverein kostet also eine ganze Menge Geld. Klar, dass die Sponsoren auch was von ihrer Mannschaft erwarten. Also ich wäre schon sehr zufrieden, wenn die Herren wieder wie letztes Jahr in der Bundesliga absteigen und beim EHF-Pokal. Und bei den Frauen, da bin ich eigentlich optimistisch, dass die wirklich nicht nur gegen den Abstieg spielen, sondern dass sie einfach weiter oben landen. Das habe ich einfach gespürt jetzt bei den Vorbereitungsspielen, auch am Ende der letzten Saison. Die sind gut drauf, die schaffen es dieses Jahr viel besser. Einen weiteren großen Unterstützer hat Frischauf Göppingen in der Firma Leonhard Weiß gefunden. Sie hat den Sponsorenvertrag im Mai um 2 Jahre verlängert. Die Entscheidung, Premium-Sponsor zu sein, hat man hier ganz bewusst getroffen. Mein Hauptgrund ist, dass Frischauf Göppingen ist ein Leuchtturm im Kreis Göppingen. Und wenn ich geschäftlich in Deutschland unterwegs bin, auch teilweise im Ausland, dann werde ich angesprochen, wo kommen Sie her? Dann sage ich aus Göppingen. Ah, Frischauf Göppingen. Und ich glaube, das ist mir seiner Heimat schuldig, dass man die Leuchttürme unterstützt, die den Namen in die ganze Welt tragen. Das Ziel für die neue Saison haben die Spieler und ihr Verein schon klar vor Augen. Sie streben innerhalb der Bundesliga nach den Plätzen 5 bis 7. Ein Ziel, das Geschäftsführer Gerd Hofele für realistisch hält. Unsere stärksten Konkurrenten werden sicherlich Melsungen, Magdeburg, Berlin oder auch vielleicht Hannover sein. Ich denke, das ist eine realistische, aber auch eine anspruchsvolle Zielsetzung für die erste Bundesliga, die ja auch als die stärkste Liga der Welt gilt. Im Europapokal ist es so, da müssen wir jetzt erstmal die Auslosung für die 3. Runde abwarten. Wir hoffen jetzt nicht, dass wir da auf ein Bundesliga-Duell mit den Füchsen in Berlin stoßen. Allerdings ist es so, dass wir auf jeden Fall in die Gruppenphase einziehen möchten und dann schauen wir dort einfach von Spiel zu Spiel. Das Ziel steht, jetzt können sich Spieler und Fans nur noch auf eine spannende Saison freuen. Das erste Heimspiel ist am 3. September gegen den TSV Hannover.